Ja, hallo und herzlich willkommen zu Sigma am Sonntag und zum ersten Rückblick der ersten Staffel. Ja, wir wollen heute ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten 4 Wochen, beziehungsweise in den letzten 3 Wochen und heute am Sonntag, wo ja der letzte Bericht aus der ersten Staffel läuft. Genau. Was so passiert ist, wie unsere Erfahrungen waren, ein bisschen wie eure Erfahrungen waren, wie das Feedback war und wie es weitergeht. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Besuche und Klicks auf den Videos. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von dem vielen, vielen Feedback, was eingegangen ist. Ja, total gut. Von der positiven und Resonanz und auch vom konstruktiven Feedback, das wir bekommen haben. Ja. Und auch die Reichweite, wenn man jetzt mal nur auf die Zahlen guckt, ja, ist deutlich über dem, was ich oder was wir, denke ich, erwartet absolut haben. Gerade deswegen, danke. Ja, gerade weil Age of Sigmar oder GW ja auch nicht so Hauptbestandteil von TBTV ist. Genau. Und das ja wirklich so ein ganz kleines Nebenprojekt ist. Und also ich war wirklich überrascht auf die ganzen Kommentare. Mhm. Und es war auch jetzt nicht irgendwie so, ihr macht das alles total falsch, sondern es war wirklich hilfreich. Ja, es war erstaunlich konstruktiv, muss ich sagen. Ja. Wenn man das böse Wort Age of Sigmar in den Mund nimmt, hat man ja oft immer erstmal dieses 10.000 Daumen runter bei allen Videos, die man damit zu tun haben, und erstmal diese Hysterie im Raum, dieses so und so und das muss man so und dies. Mhm. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also es war wirklich, wirklich klasse. Ja. Wir wollen ein bisschen darauf eingehen, auf das, was uns so zu Ohren gekommen ist, also was ihr geschrieben habt. Ja. Ich habe mir hier ein paar Vorbereitungen gemacht auf dem Zettel, ja, der Mann ist vorbereitet. Und wir haben so ein paar Hauptpunkte rausgegriffen. Ja, also ich glaube, man kann sagen, es gibt 3 Punkte, die sind vielen aufgefallen. Genau. Dazu vorweg, wir haben ja, wie wir es in der Eingangsfolge gesagt haben, einfach mal gesagt, wir filmen einfach mal drauf los und gucken, was passiert. Wir lassen uns einfach mal drauf ankommen und haben dann quasi die Spieler auch relativ alleine damit gelassen, haben die Kamera eingestellt, haben gesagt, los, auf geht's. Hier sind noch 500 Punkte, jetzt haut euch gefälligst mal ordentlich auf die Nase. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Ja, ist richtig. Von daher, wir werden das auf jeden Fall in der zweiten Staffel jetzt, wir fangen jetzt mit 750 Punkten, geht es jetzt weiter. Genau. Und durch eure Kritikpunkte können wir jetzt natürlich direkt eingreifen und sagen, okay, das war wirklich, also uns ist es ja selbst aufgefallen. Ne? Also fangen wir vielleicht gleich mal an. Der wichtigste und größte Punkt war, glaube ich, das war einmal die Armeevorstellung. Genau. Die hat einfach gefehlt. Genau. Also wir haben uns immer hingestellt, haben gesagt, pass auf, heute habe ich meine 500 Punkte so und so dabei, das sind 20 dies, 20 das und der Chef. Genau. Das reicht zwar für uns zum Spielen, aber, und das sind Sachen, die fallen einem immer erst auf, nachdem man sowas gedreht hat, das ist natürlich für euch nichts zum Anfassen. Wir wollen, dass ihr euch da was anfassen könnt. Also wir haben da entsprechend vieles Feedback gekriegt, ob der Marcel war, ob es der Mad Dog selber war, ob es die Hobbit-Höhle war. Alle möglichen Leute haben gesagt, pass auf, geht doch mal näher, man zeigt euch die Modelle, weil ihr malen könnt, das wissen wir. Und das wird in Zukunft auch kommen. Ja. Wir haben zwar auf der Internetseite ein paar Bilder, das sind noch lange nicht genug, das bauen wir auch mal aus, aber das ist ja nur neben dem Nebenprojekt, als kleinen Anker dafür. Wir werden jetzt also in der zweiten Staffel hingehen und die Armeevorstellung vor jedem Spiel, wahrscheinlich, müssen wir gucken, wie es geht, aber wahrscheinlich nach der Aufstellungsphase, weil dann steht alles auf dem Tisch, außer bei dem Stormcast, falls wir mal einen Stormcast-Spieler dabei haben. Also okay. Da wartet nämlich alles noch oben im Himmel irgendwo. Ja. Und dann in Ruhe vorstellen, was es ist. Dafür werden wir auch die Kamera in die Hand nehmen und ganz nah an die Modelle rangehen, damit ihr ein vernünftiges Bild davon bekommt. Genau, gerade weil ja auch tatsächlich alles bemalt war. Ne? Also jeder Spieler, der jetzt teilgenommen hat, es war wirklich alles bemalt und die Jungs haben sich wirklich Mühe gegeben und gesagt, okay, wenn wir spielen, dann wollen wir bemalt spielen. Ja, das ist so ein Grundsatz, dem ich, aber dem denke ich auch wir und auch alle Spieler, die jetzt an der Staffel teilnehmen oder an der ganzen kleinen Kampagne teilnehmen, so ein Grundsatz, dass man sagt, ich bemale nicht, ich spiele nicht unbemalt. Ja, und gerade bei 500 Punkten ist das natürlich auch okay. Ne? Ja, es war jetzt nicht irgendwie, du musst jetzt eine komplette Warm-Army anmalen, sondern wir haben jetzt irgendwie 3-4 Einheiten, ein paar waren vielleicht sogar schon fertig und konnte man noch ein bisschen ergänzen. Ja, aus eben dem Grund ist es ja so eine kleine wachsende Geschichte, weil wir stellen es jetzt hier nicht hin sagen, wir sind hier ein Messeteam und präsentieren euch das Spiel mit allen Sachen, die gehen. Ja, also für uns ist es tatsächlich nur Hobby nebenbei. Ja. Und deswegen fangen wir langsam an und werden größer und ihr könnt uns begleiten, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, lasst uns einfach bleiben. Das nächste Thema, was euch und uns auch beschäftigt, was man halt auch nachher sieht beim Spielbericht, wenn man sich den dann bei YouTube anguckt oder beim Schneiden, aber dann ist es halt leider schon zu spät, ist die Kameraführung. Ja. Uns ist selber aufgefallen, schon mit dem ersten Spielbericht, dass man sagt, also ich sehe zwar, was die Jungs da machen und ich höre es auch, aber so richtig dynamisch ist es nicht.
Also mir ist es aufgefallen beim dritten, also vom letzter Woche der Spielbericht mit dem Breton. Und zwar hat sich das ja dann ins hintere Feld verlagert. Und ja. Da war die Kamera eigentlich so gut wie gar nicht. Also es war ein sehr schlechter Winkel. Und das ist aber auch erst beim Schneiden aufgefallen. Ja. Ich dachte so, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Genau. Also wir haben die Spiele alle vorproduziert, also die Sendung vorproduziert. Das heißt, wir haben uns Anfang des Monats getroffen und haben fast alle Spiele gleichzeitig aufgenommen. Und deswegen konnte man da jetzt auch nicht mehr so reagieren. Und das war natürlich ein bisschen schade, als ich das gesehen habe. Dachte ich, oh nein, hoffentlich verlagert sich das noch ein Stück nach vorne. Mhm. Deshalb, das müssen wir ganz dringend ändern. Genau. Ja. Wir haben da ein paar Ideen von euch auch aufgegriffen. Ja. Das Thema Offcam kam immer wieder auf, dass man sagt, okay, bewegt doch Offcam. Ja. Da sind wir uns auch einig drüber. Wir haben gesagt, gut, für die 500 Punkte, da müssen wir jetzt nicht groß Schnitte machen und hin und her. Weil das ist so wenig, dass es schnell passiert. Aber... Ja. Wir stellen fest, spätestens bei Massenarmeen wie meinen Skaven oder jetzt bei 750 Punkten werden wir feststellen, okay, wenn die Leute dir zugucken, wie du 20 Minuten lang deine Figuren von A nach B schiebst, ja, das muss nicht sein. Das ist relativ schnell langweilig. Deswegen werden wir das, um das kurz zu machen, relativ schnell abhandeln. Wir werden also kurz euch die Heldenphase zeigen, ja. Was ist passiert, Schnitt. Dann wird die Bewegungsphase abgehandelt außerhalb der Kamera. Ja. Und dann sagen wir kurz, was passiert ist. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht allzu detailliert sein. Also da reicht es, wenn ich sage, ich bin auf dem Flügel vorgerückt und auf jeden Wald gesichert. Ja. Wenn ihr das nicht wollt, also wenn ihr sagen wollt, ah, ich bin hier 4 Zoll nach vorne da und habe dann hier eine 3 gewürfelt, was, sagt es uns, ja. Weil das Ganze ist ja ein Miteinander. Ja. Und wir laden euch herzlich ein, euch zu beteiligen. Und wenn ihr wollt, natürlich werden wir Feedback von euch mit einbauen. Das klar, machen wir jetzt auch. Ja auch. Und davon lebt es ja auch. Wir wollen lernen, das haben wir von Anfang an gesagt. Ja. Und dementsprechend machen wir es so. Also, kurz zusammengefasst, wir werden erstens die Bewegungsphase rausschneiden, ja. wo es sinnvoll ist, ja. Vielleicht nochmal eine Angriffsbewegung oder sowas mitfilmen, wenn es wirklich dann aufs Ende zugeht, wo die Sachen dann wichtiger werden, ja. Aber das wird, denke ich mal, im Großen und Ganzen rausfliegen. Ja. Dann, auch Teil der Kameraführung und der Einstellung ist, wir werden mit dieser Weitwinkelaufnahme von oben nicht ganz berechnen, aber wir werden sie modifizieren. Ja. Ich persönlich, und das ist tatsächlich ein Wunsch von mir, ich bin kein Freund von so Wackel-Handkamera-Dingern, würde ich auch immer wieder verteidigen. Ja. Ich finde, das ist schwierig. Sicherlich kann man dann sagen, okay, dann hast du halt den Einblick, den du als Spieler an der Platte hättest, weil du halt so rumguckst. Aber ja. Ich finde, wenn man sich das gerade mal in groß anguckt auf dem Fernseher, ich gucke YouTube zu 90% auf meinem großen Fernseher in der Stube, da wird man wahnsinnig von. Ja, da wird einem vor allem auch schlecht. Das ist wie, als wenn man sich auf einem Schiff befindet und wenn man sich dann so diese krassen Wackelbilder, das finde ich auch nicht schön. Wir haben auch, das ist ja nicht unser erster Battle Report, den wir machen. Wir haben auch schon mehrere Battle Reports gemacht und wir haben immer wieder versucht, da was zu verändern und so die allerbeste Lösung hat man einfach noch nicht gefunden für sowas. Wir werden dann also dazu übergehen, zu sagen, wir nehmen die Totale, also die Kamera von oben und ziehen die weiter raus. Ja. Wir werden das also das ganze Zimmer mehr oder weniger drauf haben, dass ihr werdet die ganze Platte sehen, ihr werdet die beiden Spieler sehen. Und dann auch die Gespräche zwischen den Spielern. Die Gespräche zwischen den Spielern mitbekommen. Ja. Das wird keine Dauereinblendung sein, weil wir werden eine zweite Kamera nehmen und da wird dann Sascha das Kamerakind sein oder wer auch immer, wenn Sascha gerade spielt und wird dann versuchen, wo es geht mit Stativ, wo es nicht geht, dann halt Freihand, aber möglichst sauber. Aus Sicht des Spielers oder von der Spielerseite, von der wir gerade spielen, den Bereich, um den es gerade geht, den Nahkampf oder was auch immer, abzubilden. Auf jeden Fall, das werden wir auf jeden Fall versuchen und probieren und aber halt auf diese Bilder verzichten einfach. Ja, wenn es irgendwie geht, werden wir darauf verzichten. Also die Bilder werden schon irgendwo statisch bleiben, aber mit leichter Bewegung. Genau, und ihr werdet halt einen deutlich größeren Fokus haben. Das heißt, man sieht meinen ganzen Plattenausschnitt mit zwei Einheiten oder zwei Charaktermodellen oder was auch immer. Wenn ihr wissen wollt, wie wir uns das mit der Totalen vorstellen, so könnt ihr euch das jetzt schon angucken. Und zwar haben wir zu Weihnachten einen Strange Aeons Spezialreport gemacht. Den könnt ihr euch hier angucken. Ja. Und zwar ist es da so, dass wir auch mit zwei Kameras gedreht haben, wie wir das ab und zu schon versucht haben. Wir spielen damit ein bisschen rum, wie Sascha schon richtigerweise gesagt hat. Ja. Und zwar haben wir da auch eine Totale und noch eine Kamera aus der anderen Seite. Könnt ihr uns ja einfach mal da in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat oder was ihr davon haltet. Genau, auf jeden Fall. Also wir werden das probieren und wir müssen dann im Schnitt natürlich auch darauf achten. Das ist natürlich immer sehr aufwendig, mit zwei Kameras zu arbeiten, weil man das ja auch immer wieder, man muss das übereinander kriegen. Und dann, was noch viel wichtiger ist, ist der Arbeitsspeicher eines Rechners, den man dafür braucht. Das stimmt. Wir werden das einfach probieren auf jeden Fall. Und was wir aber definitiv nicht machen werden, ist eine Würfelkamera.
Also das kriegen wir dann auf jeden Fall nicht mehr noch mit rein, weil dann noch eine dritte, also noch eine dritte Spur da mit rein zu ballern, dann ist der Rechner einfach kaputt. Ich denke, das ist auch ein bisschen übertrieben. Ja, eine Würfelkamera, wir sprechen ja viel miteinander und ich glaube schon, dass man dann auch, wenn sowas dann ansagen kann, aber wenn man das, wir müssen es probieren. Genau, wir werden es probieren. Also wie gesagt, sagt uns Bescheid, was wir aus eurer Sicht verbessern können. Ja. Wir werden dran arbeiten und was bei rauskommt, sehen wir hoffentlich alle bald. Genau. Ja, kommen wir nun zum nächsten Punkt. Regelfehler. Genau. Das war aber von vornherein klar, dass wir welche machen. Das war Absicht. Ja, das war Absicht. Ja, also wir haben es natürlich... Ihr habt es geschafft, ihr habt sie gefunden. Genau. Wir haben es nicht absichtlich falsch gemacht, aber wir haben ja, wie ihr eingangs gehört habt, mit diesen Videos hier angefangen, das Spiel zu entdecken. Ja. Und das ist auch ganz bewusst, aber das haben wir auch schon tausendmal gesagt, das ist auch ganz bewusst, dass ihr daran teilhaben könnt, wie man in so ein Hobby einsteigt, auch mal um zu sehen, was passiert denn am Anfang noch? Welche Herausforderungen habe ich am Anfang? Ja. Wir haben ein paar Typen, also wir haben einige Fehler gemacht. Ja, ja. Wenige davon waren jetzt spielzerstörend. An der einen oder anderen Stelle hat man vielleicht mal die Übersicht verloren. Ja. Das Initiative-Problem. Das Initiative-Problem, genau. Das sind Sachen, zu denen wir gleich kommen werden. Ja. Wir können mit dem Initiative-Problem anfangen. Genau. Muss ich sagen, fällt mir auch manchmal schwierig, das zu überblicken, weil man tatsächlich ja, man kämpft ja. Also ich bin am Zug und gehe dann in den Nahkampf und ich suche immer dann meine erste Unit aus und dann ist ja mein Gegner dran und man wechselt sich die ganze Zeit ab. Also man ist die ganze Zeit schon abwechselnd am Kämpfen und dann, ach ja, klar, jetzt ist ja mein Gegner erstmal noch dran. Mhm, also das ist schon so ein bisschen, okay, das haben wir jetzt aber überlegt, okay, wir lösen es mit so einem Startspielmarker oder so, der dann weitergegeben wird. Das finde ich eine gute Idee, das kann man gut lösen. Aber ich bin da tatsächlich auch schon des Öfteren durcheinander gekommen. Genau, wir sind bei unserem ersten Spiel, also dem ersten Spiel der ersten Staffel, auch durcheinander gekommen. Da haben wir glücklicherweise an einer vernünftigen Stelle einen Schnitt machen können. Haben dann 5 Minuten diskutiert, warst du jetzt eigentlich dran oder war ich jetzt dran? Der Lars hatte das beim zweiten Spielbericht auch gleich gesagt, etwas war es auf, ihr seid da irgendwie durcheinander gekommen. Ja. Achtet mal so ein bisschen mehr drauf, wann genau die Initiative wieder ausgewürfelt wird und wann nicht. Ja. Deswegen, wie du schon gesagt hast, wir machen eine einfache Regel, wir versuchen es, wir machen einen Startspielermarker, das kann ja ein Würfel sein oder was auch immer. Ja, ist ja völlig egal. Den behält einfach einer nur, damit wir die Übersicht behalten können. Genau. Also Thema Initiative, würde ich sagen, wir arbeiten dran. Ja. Ich denke, das war auch nur in dem einen Spiel so, dass man da tatsächlich öfter durcheinander gekommen ist. Ansonsten haben wir das, glaube ich, im Griff. Glaube ich auch. Okay. Thema Gelände, genau. Da kam das, glaube ich, auch 2-3 Mal zur Sprache. Genau, hier kam die Frage an, die Frage auf, warum wir für unser Gelände auf dem mystischen Geländetabelle würfeln. Genau. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die erste Staffel komplett rauszulassen, ja, weil wir wollten, dass die Leute, die ja wenig Vorkenntnisse hatten, bis gar keine, das war teilweise der erste Kampf überhaupt, ja, Age of Sigmar, den die Spieler bei uns gemacht haben, sich damit nicht auch noch umschlagen müssen. Ja. Ich persönlich bin kein Freund davon, dass jeder Wald irgendwie total gefährlich oder mystisch oder arkan ist oder entmutigend oder was auch immer. Weiß ich nicht, fällt mir persönlich schwierig. Klar, kann man machen, ist dann noch mehr over the top. Ja. Passt dann auch gut zu Age of Sigmar, was ja sehr extrem überzeichnet ist. Ja. Wir wollen es aber langsam anfangen lassen, deswegen werden wir mit der zweiten Staffel anfangen. 1-2 Geländestücke pro Szenario, wir werden also auch Szenarien spielen, die wir dann vorbereiten. Zu sagen, okay, 1 oder 2 Geländestücke haben, wenn es passt, wenn es thematisch passt, auch vom Aussehen her, wenn ich einen alten Friedhof habe oder eine Ruine oder was auch immer, dann wird da was sein. Genau. Aber dass ich jeden Wald dann irgendwie auswürfel, ich glaube, das ersparen wir uns alle. Ja. Das muss halt, das ja, wie du schon sagst, wirklich 1 Geländestück, 2 Geländestücke, die irgendwas Besonderes mit sich führen. Das muss toll aussehen und wenn das gut passt, okay. Aber so ein Standardwald, der, nein. Ja, eben. Man kann das natürlich machen, wenn beide Spieler sagen, nein, ich möchte jetzt mal wissen und würfel wirklich für jeden Kram auf der Platte, dann ist das so. Ja. Es ist, glaube ich, auch eine optionale Regel. Also wenn man es möchte, macht man es. Wenn nicht, lässt man es bleiben. Genau. Und deswegen versuchen wir so ein Mittelding zu finden. Zum nächsten, die Nachrückenbewegung. Haben wir, glaube ich, im allerersten Spielbericht falsch gemacht. Mhm. Es ist also so, wenn ich nachrücke, dann muss ich mich 3 Zoll auf das nächste Ziel zubewegen. Ja. Wir haben es so gemacht, dass man sich also einfach nur 3 Zoll bewegen kann, solange man irgendwie im Nahkampf bleibt oder sowas. Und vor allen Dingen auch, wenn man mit mehreren Reihen angreift, das habe ich mit meinen Skaven gemacht, habe ich so eine Umklammerung von hinten gemacht. Ja. Das ist so eigentlich nicht möglich, weil wenn ich meinetwegen in der 2. Reihe stehe und 10 Leute vor mir, dann komme ich rechts und links nicht dran vorbei, weil das nächste Ziel ist direkt vor mir. Ja. Und deswegen muss ich, so wie ich es jetzt verstanden habe und so wie es uns auch geschrieben wurde, dann in dem Fall stehen bleiben. Ja. Macht dann auch Sinn. Ja.
wenn ich meinetwegen die Speere habe, dann habe ich auf einmal tatsächlich ein zweites Glied, was geschlossen angreifen kann, genau. Und eben nicht diese Umschließung, die ich sonst versucht habe. Ja, genau. Wenn ich das jetzt schon wieder falsch verstanden habe, schreibt es in die Kommentare. Genau. Ja, als nächsten Regelpunkt haben wir das im Nahkampfschießen. Da gab es, glaube ich, auch hier untereinander ein bisschen Quirlein. Und zwar auf der einen Seite hieß es, nee, wir lassen die Regel, also das war so unlogisch so, wir schießen im Nahkampf, obwohl wir uns im Nahkampf befinden. Dann gab es zwei, drei Leute, die haben das so aufgefasst, nee, wir lassen das komplett weg, weil das total unlogisch ist. Einige Leute haben es dann doch gespielt. Ja. Ich glaube, das muss man jetzt nochmal kommunizieren. Genau. Also für mich war nämlich auch klar, wenn wir im Nahkampf sind, wird nicht mehr geschossen, weil es einfach nicht mehr geht. Ja, also es ist genau das, bei Age of Sigma ist auch einer der großen kontroversen Punkte gewesen. Ja. Beim Start des Spielsystems, im Nahkampf kannst du doch nicht schießen. Ja. Ja, ich verstehe jeden, der sagt, okay, während ich mit beiden Händen gerade versuche, irgendeinen riesengroßen Dämon zu bekämpfen, habe ich jetzt nicht so viel frei, um meine Armbrust zu zücken, die zu spannen und aufzukurbeln und auch zu schießen. Aber wir spielen hier Mega-Fantasy, Mega-High-Fantasy, Over-the-Top, was auch immer. Ja. Wir können immer schießen. Also können wir auch im Nahkampf schießen. Wir können immer in der Schussphase alle unsere Schusswaffen benutzen. Also machen wir das auch. Der Erik hatte das gesagt und der Lars auch. Genau. Wir hatten das Problem, dass die Zwerge von den Nörgelleuten überrannt wurden. Und die hätten eigentlich auch, ja, auch, hätten die Zwerge schießen können, wäre das vielleicht nicht ganz so übel gewesen, ja, für die Zwerge. Also, sein, ja, ob man sich das jetzt vorstellen kann oder nicht. Wir können im Nahkampf schießen. Wir können im Nahkampf schießen. Danke fürs Feedback. Ja, dann haben wir hier noch eine Frage. Woher sind die coolen Palmen? Ja, die Frage können wir ganz leicht beantworten. Das sind die Palmen von Gerard. Die findet ihr bei uns auf jeden Fall im Marke Eigenbaushop. Dort haben wir verschiedene Größen. Aktuell sind nur die 18 cm großen Palmen da. Aber, ach so, und noch ganz kleine haben wir auch noch da. Aber die passen natürlich nicht zu Age of Sigma. Aber das sind die 18 cm Palmen, die ihr auf unseren Spieltischen gesehen habt. Und die findet ihr bei uns im Webshop. Eine weitere Sache, und damit kommen wir auch schon zum Ende der kleinen Feedback-Runde, die uns ein bisschen außer Kontrolle geraten, das gebe ich gerne zu. Ich hatte mir ja vorgestellt, ich hatte ja auch am Anfang der Kampagne gesagt, okay, wir wollen so eine kleine Geschichte machen drumherum. Ja. Also nicht, dass wir vorher sagen, wir machen eine Karte und lassen die gegen einzelne Länder kämpfen. Das ist in Age of Sigma fällt mir persönlich das immer noch ein bisschen schwer. Mhm. Auch wenn man natürlich jetzt irgendeine Schwefelebene sich aussuchen könnte und da einfach spielen. Wir wollen aber, um reinzukommen, erstmal frei spielen und dass die Spiele selber eine kleine Geschichte erzählen. Das haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir, wie gesagt, die Spieler einfach frei haben spielen lassen. Ja. Und im Zusammenhang mit den Szenarien für die zweite Staffel werden wir auch immer eine kleine Geschichte liefern. Und dann sei euch hiermit versprochen, von mir ganz persönlich, das wird nachgeholt. Wobei, wir können jetzt auch rückblickend zu sagen, also zum Beispiel das Spiel zwischen mir und Freddy, was ihr heute gesehen habt, da sind ja nun mal Chaos gegen Chaos angetreten. Mhm. Da könnte man jetzt natürlich eine Geschichte drumherum spinnen, indem man sagt, okay, die haben sich jetzt halt irgendwie doch zusammengefunden und da wurden erstmal Fronten geklärt. Mhm. Und jetzt vereinen sich diese beiden Bünde. Und also da habe ich auch schon Ideen. Also ja, es geht auf jeden Fall in Staffel 2. Auch der Kord hat mit seinen Nörgeljungs schon richtig krass was geschrieben. Ja, ne? Stimmt, der ist Feuer und Flamme. Das merkt man richtig. Total gut. Und du sagst es schon, Chaos gegen Chaos. Eine Sache, die mir persönlich nicht ganz so gut gefallen hat am Anfang, ist, dass wir von 8 ursprünglichen Spielern irgendwie 7 Chaos-Spieler hatten. Ja, stimmt. Und das ist eine Sache, wo man sagt, das macht es natürlich auch schwieriger, so eine typische Geschichte zu erzählen, wenn wir gut gegen Böse spielen wollen, weil es gibt ja keine Juden. Ja. Aber krass. Wir haben euch total, der absolute Wahnsinn. Wir haben euch ja gesagt, wenn ihr Lust habt zu spielen, schreibt uns an, kommt vorbei, wir bauen euch vielleicht sogar in die Kampagne ein, wo es passt. Ja. Und Sascha, was ist passiert? Ja, krass. Also es hat sich einer gemeldet, den hatte ich schon auf der Taktika kennengelernt. Mhm. Der wiederum spielt mit meinem Cousin, den ich auch seit 20 Jahren nicht gesehen habe, Tabletop. Das war so, okay. Der hatte sich da gemeldet und der hat dann gleich noch 2 Jungs mitgebracht. Das heißt, die waren schon mal zu dritt. Dann kam der Marius aus Springe von den Legio Bulldog Jungs, sagte, Mensch, ich spiele doch auch AOS, komme ich vorbei? Okay, alles klar. Ja. Dann hat sich auch noch jemand über YouTube und Facebook gemeldet, der will auch noch vorbeischauen. Mhm. Und Stefan von Nanostrategie hat seine ganzen alten Skelette ausgegraben und hat gesagt, Mensch, da mache ich doch auch mit. Ja. Also es ist total krass, was da irgendwie auch an Feedback kam. So. Und jetzt müssen wir schon wieder sagen, weil es so voll war, ja. Also letzte Woche Mittwoch war hier die Hölle los, da waren hier glaube ich 11 Mann und es war einfach viel zu voll. Ja, und das ging echt gar nicht mehr. Das heißt, jetzt müssen wir schon wieder so ein bisschen runterschrauben und Termine machen mit den Jungs, damit nicht alles, weil 11 Leute können hier nicht gleichzeitig spielen, das geht einfach nicht. Man hat es auch auf dem zweiten Spiel, habe ich auf jeden Fall gehört, da bin ich im Nebenraum und prahle irgendwas ganz Furchtbares vor mich hin. Man hört das und das sind Sachen, die wollen wir auch nicht. Nee.
Von daher, da müssen wir jetzt wirklich so ein bisschen gucken, wie wir das managen. Aber es war cool, dass so viel ja, total. Also Zuspruch kam. Ja. Direkt nach dem ersten Video, am selben Abend noch, hey, ich will auch. Ja, ja. Neue Kontakte ist immer super. Ja. Gerade in Deutschland muss man mit der kleinen Szene ja zusammenhalten. Ja. Und viele, viele nette Leute auch kennengelernt. Total. Viele entspannte Spieler, was man ja auch nicht unbedingt erwartet bei dem Spiel, dass alle so auf einer Wellenlänge sind. Und so entspannt auch sind. Ja, genau. Also das war wirklich cool. Also gerade das kennt man ja von ich will jetzt hier, ne, aber typische Warhammer-Spieler, die nur Games Workshop spielen, sind ja schon ein bisschen verbissen. Ne? Und die sind total entspannt. Und ja. Das war total cool. Und ist eine schöne Truppe. Ihr werdet sicherlich noch den einen oder anderen Gastauftritt sehen. Absolut. Ihr werdet sicherlich mal ein paar Echsen sehen auf der Platte. Oh ja. Ihr werdet vielleicht sogar mal ein paar Zenich-Dämonen sehen oder was auch immer. Skelette, ja, wie wir gerade gehört haben. Und Tote, ja, genau. Wird spannend. Das bereichert uns alles. Ja. Jetzt muss ich nur noch auf Stormcast umschalten, damit wir auch ein paar gute haben. Und dann legen wir los. Dann wird es aber richtig Age of Sigmar. Aber hallo. Ja, also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten 4 Wochen. Total geil. Wie gesagt, hätten wir nicht mit gerechnet. Nein. Gerade weil wir so klein anfangen, weil man sagt, naja, komm, lass die mal ihre 500 Punkte da spielen. Ja, vielleicht ist ja auch gerade das der Reiz. Und weil wir ja auch gerade sonst sowas nie behandeln. Ne? Wir sind ja sonst, wir behandeln ja sonst ganz andere Themen im Tabletop-Bereich. Und von daher fand ich das so krass, dass der Zuspruch doch so geil war. Ja, genau. Und von daher, alle Daumen hoch von uns. 3 Daumen hoch, also 5. 5. 6. 6 hoffentlich. Gut, eine Sache würde ich noch machen, oder will ich noch sagen. Wir haben ja jetzt vor, für die zweite Staffel, die jetzt ja unmittelbar startet, wir haben wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, schon den ersten Bericht für die zweite Staffel aufgenommen. Ja. Oder tun das jetzt gerade. Das kann auch sein. Wir wollen ja jetzt ein bisschen aufwendiger werden in den Spielberichten. Und das soll ja allen zugutekommen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass mehr Aufwand heißt ja mehr Zeit. Ja. Was haltet ihr davon, wenn man zugunsten der Qualität die Erscheinung von Sigmar am Sonntag auf alle 2 Wochen zum Beispiel staffeln würde. Ja. Würde euch das gefallen oder würdet ihr sagen, Mensch, so ein Sonntagsspiel fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich nebenbei meine Figuren bemale, sonntags hat jeder ein bisschen Zeit für sein Hobby oder sowas. Ja. Ich möchte, mir persönlich ist beides recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sicherlich ist es für uns einfacher, das auf alle 2 Wochen zu strecken. Ja, wir haben auch keine Termine, die uns ja jetzt hetzen. Was haltet ihr davon? Ich möchte mal so ein Gefühl dafür bekommen. Ja. Wir können ja das auch nochmal in die Kommentare dann da reinschreiben, wie lange wir tatsächlich für diese neue Art von Battle Report aufzunehmen brauchen. Ja, genau. Das heißt, wie lange brauchen wir von der Produktion und wie lange brauchen wir vom Schnitt her noch? Das können wir ja auch nochmal einfach vom Feedback her geben und dann kann man das vielleicht so ein bisschen ausloten. Genau. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten in Staffel 1 von Sigmar am Sonntag. Vielen Dank. Und viel Spaß bei dem, was da noch kommen wird. Wir wissen selber nicht so richtig. Lass uns also alle überraschen. Geskriptet ist hier sowieso nichts. Nee. Und dementsprechend schauen wir mal, was passiert. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Sigmar am Sonntag. Tschüss. Tschüss.